Das Dorfleben ist idyllisch, ruhig und voller Verbundenheit mit der Natur. Vor allem ist auf dem Dorf einfach nichts los. So ein Quatsch, Digga. Wer hat den Müll denn geschrieben? Hier auf dem Dorf wird gehämmert, geschraubt, gesägt, wie die Weltmeister. Und dabei entstehen die coolsten DIY-Projekte. Wir hier auf dem Dorf, wir machen es einfach. Leute, ihr kennt diesen Look genauso gut wie ich. Die Redaktion hat sich durch TikTok gewühlt und nach spannenden DIY-Projekten von echten Dorfkindern gesucht. Und die schauen wir uns heute gemeinsam an. Die Videos sind in drei Kategorien aufgeteilt. Party, tierisch wild und Brummbrumm. Quatschen wir hier nicht lange rum und fangen direkt an mit Kategorie 1, Party. Erstes Video. Ich sehe Trecker und Bauwagen und Überschrift der Aufbau. Bin mal gespannt. Der Aufbau. Oh, die haben Bock. Komplett auseinandergeschnitten, alles runter. Neuer Holzrahmen drauf, Boden, Dach, Wellblech. Und jetzt geht's vorwärts. Oh, schön verkleidet. Ah, das wird so ein Partybauwagen. Landwirtschaftlicher Verkehr frei, das Schild ist wichtig. Mit Nebelmaschine und so. Tja, das ist doch eine geile Partyhütte. Haben sie aus so einem alten Bauwagen eine Partyhütte gebaut? Das ist doch gar nicht schlecht. Und wenn ich eine Partyhütte bauen würde, dann dürfte auf keinen Fall halt eine Theke drin fehlen mit Zapfanlage. Und eine fette Musikanlage ist wichtig. Weil Musik und gute Getränke immer wichtig sind. Das sorgt eigentlich für die Stimmung. Meistens. Ich sehe jetzt schon einen Bollerwagen. Oh, mit Zeichnung sogar. Oh, jetzt wird geshoppt. Spanplatten. Geodreieck aus dem Matheunterricht. Säge. Oh, gestrichen wird auch. Gebohrt. Ah, schön verziert. Aber das macht die Freundin. War Nagellack drauf. Oh, mit DJ-Pult. Das ist aber ein gewaltiger Bollerwagen. Ist das noch ein Bollerwagen? Ja, doch, ist noch ein Bollerwagen. Ha! Bollerwagen mit DJ-Pult, aber der war ganz schön hoch. Das ist mit dem Schwerpunkt immer gefährlich, wenn du zu scharf die Kurven nimmst, ne? Nicht, dass das Bier rausfällt, wenn er umfällt. Also ich würde schon sagen, dass dieser Bollerwagen besser ist als mein Bollerwagen. Liegt aber auch, denke ich mal, daran, dass, also da haben ja mehrere Hände dran gearbeitet, nicht nur zwei. Man hat immer eine Hand zu wenig. Das ist halt einfach doof. Also holt euch eure Jungs und Mädels ran und dann macht das schön als Gruppenprojekt und dann macht das auch gleichzeitig viel mehr Spaß. Übrigens, 100 Hektar Heimat gibt es jetzt auch auf TikTok. Wenn ihr das Dorfleben und TikTok genauso feiert wie ich, schaut da doch gerne mal vorbei und vergesst nicht zu abonnieren. So, wir gucken uns jetzt das nächste Video an und ich sehe ein bekanntes Gesicht. Hallo Josie. Hallo Philipp. Ich habe ja letztens innerhalb von 4 Stunden ein mobiles Hochbeet gebaut und ich muss sagen, mobile Versionen von Dingen zu bauen ist einfach super praktisch. Dazu zeige ich dir gleich mal hier ein Video von einem mobilen Biertresen. Sag mir doch mal, was du davon hältst. Also erstmal zu dem Hochbeet, das habe ich natürlich gesehen, Josie. Das ist aber natürlich auch nur mobil, weil du einen Teleskoplader hast. Ne? So einfach wegtragen kann man das, glaube ich, nicht. Okay. Aha, Zapfanlage, Bierfass, Raupenfahrwerk. Was packen die da jetzt rein? Gewichte? Steine, irgendwie sowas. Spanplatte oben drauf, bisschen bohren, alles klar. Ah, Bierflasche steht auch schon da, das ist immer ganz wichtig bei solchen Projekten. So, jetzt bohrt er da ein Loch rein. Ah, das ist für den Zapfhahn, alles klar. Aha. Dann noch ein Loch rein. Wofür ist das denn? Für den Spülboy? Ach nee, für eine Kiste. Ach nee, doch, für das Tropfen. Ah, alles klar, ja, ja, ja. Glashalter werden da jetzt reingebohrt, ganz wichtig. Gläser stehen auch drin. Tja, da ist doch wild. Also ein mobiler Biertresen auf so einem Raupenfahrwerk, das muss man haben. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Also das sieht aus wie so eine Kippmulde und die haben da auf ihre Raupenfahrmulde halt einfach einen Biertresen drauf gebaut. Mit Zapfanlage. Das ist halt einfach Bollerwagen, aber in dreimal geiler. Biertresen oder doch lieber ein Tresen für ein anderes Getränk? Was denn für ein anderes Getränk? Das Partygetränk bei uns ist entweder Cola Korn oder Granulat. Also Granulat, kennt ihr diesen Granulat-Eistee? Also dieses, das, was man so in Wasser auflöst?
weniger Wasser als üblich. Und das Wasser, was du dann weglässt, ersetzt du dann halt durch Korn. Das ist gefährlich, weil das extrem süß schmeckt und das scheppert halt ein bisschen doller. Aber kenn dein Limit, ne? Wahrscheinlich baut da irgendwer irgendwelche Hühnerställe oder so. Er steht schon auf der Leiter mit einem Balken, da Holzfußboden. Ja, das sieht aus, also da wird jetzt eine Klappe reingeschnitten. Ja, ich lag mit meinem Hühnerstall gar nicht so falsch, oder? Ja, so ein Zaun. Ja, das wird ein Hühnerstall, das sehe ich so schon. Stroh ist drin. Nee, scheiße, Ziegen sind's. Ein Ziegenstall. Ja, so eine Hütte bauen, das würde ich auch kriegen. Ich habe früher mal ein Baumhaus, oder kein Baumhaus, ein Stelzenhaus habe ich mal gebaut. Da gibt's aber leider keine Fotos mehr von. Das war noch vor Handyzeiten. Gab's auch kein Smartphone. Wie stehst denn du so zu Ziegen? Ich finde Ziegen ziemlich süß, aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich auch so ein bisschen Angst vor Ziegen. Keine Ahnung, wenn die mal irgendwie nicht so Bock auf einen haben und so, mit ihren Hörnern dann da oben und wenn die dann irgendwie einen hauen. Ich glaube, das tut weh. Guck an, hier hat sich ja wieder einer von meinen Kollegen ins Video geschlichen. Hallo Ronja. Hi Philipp. Hallo. Ich sag ja immer, entweder ist man ein Kuhmensch oder man ist keiner. Und wir beide sind auf jeden Fall Kuhmenschen. Sind wir? Passend dazu habe ich auf TikTok ein Video gefunden. Aha. Hast du Lust, das als nächste Challenge für deine Kühe zu bauen? Lass was von dir hören. So ein Gummireifen zum Ranschieben. Ja. Ist der hydraulisch angetrieben? Auf meinem Lehrbetrieb hatten wir auch so einen Reifen zum Ranschieben, der war aber nicht angetrieben. Und wenn du dann halt an einer Stelle ein bisschen weniger Futter liegen hattest und der Widerstand nicht so groß war, dann hattest du halt das Problem, dass sich der Reifen nicht gedreht hat und hast du das Futter mitgezogen. Oder du hattest Pech, es hat sich dann halt vorne vor aufgestaut und dann hat sich der Reifen auf einmal in die andere Richtung gedreht und dann hattest du das Futter nicht mehr auf dem Futtertisch liegen, sondern mitten auf dem Futtergang. Ja, deswegen ist das so mit so einem Drehmechanismus, der die Richtung halt immer vorgibt, schon ziemlich cool. Sie hat ja gesagt, ich soll mal was von mir hören lassen. Ich lass mal was von mir hören. Auftrag ausgeführt. Video Nummer 3 aus Kategorie 2. Ah, ein Strohballenpool. Ja, ach, und da haben sie so einen Hotpot in Futtermischwagen reingeschweißt. Ja. Mit Tisch. Ja. Naja, also die haben aus dem Futtermischwagen haben sie die Mischnecke rausgenommen, haben einen zweiten Boden da eingeschweißt, ein bisschen weiter oben und unten drunter, wo die Futterklappe ist. Die haben sie halt rausgenommen und da dann unten drin Feuer gemacht, damit oben das Wasser warm wird. Ja, aber ich glaube, da muss man aufpassen, dass die Bodenplatte dann nicht zu heiß wird. Dann sitzt du da oben und verbrennst dir einen Pöppis, das wäre ja doof. Das ist ziemlich geil, das ist auch eher selten, das gibt es hier in der Gegend auch noch nicht. Ich glaube, ich hätte schon gerne Whirlpool, ja. Ich meine, wenn das so ein bisschen blubbert. Ne? Man hat dann Damenbesuch, ne? Und dann komm, wir gehen jetzt erstmal schön im Whirlpool, ey. Das ist doch wohl menschlich, oder? Kann man doch einfach machen, Mann. Was ist das für eine Frage? Nächstes Video, ist das dann schon Kategorie 3? Yo! Brumbrum! Abfahrt! Da stand schon unten drunter fahrende Bierkiste. Ja. Wir haben jetzt eine Speedtest-App installiert, mit der wir jetzt mal die Geschwindigkeit messen. Wild. Sogar mit Sitz oben drauf. Ja, da bin ich mal gespannt. Da würde mich auch mal interessieren, wie schnell das Ding fährt. Ich sag 30. Das Ripple ist mal wieder abgerissen. Kaputt. Aber die Geschwindigkeit Scheiße. 27,6. Das sag ich mir 30, leicht mit 30 ja gar nicht so verkehrt. Ja, eine fahrende B-Kiste ist natürlich cool. Ja, wird wahrscheinlich irgendwie so ein kleiner Zweitaktmotor sein von einer Kettensäge oder so oder irgendwie sowas. Also sehr, sehr geiles Projekt. Ja, also die haben das ja hier ganz geschickt gemacht. Die haben ja unten einfach einen Metallrahmen in der Größe von einer Bierkiste geschweißt. Dann halt die Achsen dran und dann halt irgendwie den Motor passend positioniert. Und bei der Bierkiste haben sie unten den Boden rausgeschnitten und die dann halt einfach von oben drauf gesetzt. Fertig ist die fahrende Bierkiste. Und wenn wir hier bei uns in der Clique irgendwie so ein Ding bauen würden, also natürlich würden wir damit irgendwie Rennen fahren. So. Wenn was als erstes auseinanderreißen würde, dann auf jeden Fall die Kisten, die Bauern gebaut hätten. Weil wir halt einfach auch mal drauf losbauen und gucken, was geht und was nicht. Und dann halt sehen, ob es hält oder nicht. Ne? Als Bauer kann man ja alles, aber nichts richtig. Nächstes Video. So, er baut, schraubt. Oh, da war irgendwas mit Schienen.
Kann man das schieben? Nee, doch. Oder sich einen Zug in den Garten. Ich bin Simon Schneider, bin 14 Jahre alt und mein Hobby ist eine Achterbahn zu bauen. Eine Achterbahn, alles klar. Eine eigene Konstruktion im Garten. Der ist 14. Ich glaube, der wird später mal Ingenieur. Ich habe das irgendwie so im Urin. Ich glaube, davon hat jeder als Kind mal irgendwie geträumt. Was habe ich denn so mit 14 gebaut? Ich habe für einen Rasenmäher habe ich damals einen Anhänger gebaut. Das war halt einfach eine Plattform mit ein paar Brettern und hohen Wänden. Und dann hatte ich dann halt so zum Laubfahren. Dann habe ich da immer das ganze Laub reingeladen und habe ich das mit dem Rasenmäher weggezogen. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr Projekte in der Planung? Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Das letzte Video. Ich bin gespannt, was kommt. Wir mit der WeLife Guys mit einer Seifenkiste runterfahren. Dafür mussten wir erstmal eine bauen. Aus USB-Platten und ein paar Balken haben wir den Boden gebaut. Danach haben wir mit den Achsen weiter gemacht. Auch wenn es im Video so aussieht, als wüssten wir genau, was zu machen, hatten wir eigentlich gar keinen Plan. Aber warte, wollen die jetzt von ganz oben mit der Rampe da runter und da sitzt dann einer drin? Oder über den Pool raus sind die irre? Würdest du dich trauen, mit der Seifenkiste da runter zu fliegen? Alle Leute unten haben gewartet und ich musste es einfach durchziehen. Mein Herz hat übelst. Wo fliegen die jetzt rein? In so einen Pool oder was? Oder ist ein Baum, das ist schon mal gefährlich? Ah! Als nächstes die Rampe runterrutschen sollen. Ah, die haben noch einen riesen Pool. Ja, cool, dann hätte ich das auch gemacht. Also ich habe jetzt gesehen, wie die so eine Seifenkiste gebaut haben mit Lenkung. Und da haben sie Flügel dran gemacht und Feuerstreifen und so, richtig wild. Und dann rutschen die da oder rollen die damit so eine Rampe runter, die sie sich aufs Dach gebaut haben. Und dann fliegen die da mit. Und er macht dann eine Arschbombe mit dem Pool. Das ist auch lustig. Das ist auf jeden Fall ein richtig wildes Projekt. Das ist auch sehr aufwendig. Wenn ich mit meinen Kumpels ein Seifenkistenrennen veranstalten würde oder das vorschlagen würde, dann würden die mich wahrscheinlich alle irgendwie schief angucken, weil wir halt keinen Berg haben, wo wir runterfahren können. Also die würden dann, glaube ich, wieder was Motorisiertes bauen. Das waren wirklich krasse Eigenbauprojekte. Da bekomme ich richtig Lust, auch mal wieder selber was zu machen. Mir einen schönen alten Trecker irgendwie fertig zu machen oder so. Irgendwie nicht so die Karre da, sondern schon was Besonderes. Am liebsten halt grün und eckig, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Hier gibt es noch ein Video von 100 Hektar Heimat. Und darunter ist die neue Serie von Funk. Feelings heißt die und da geht es auch ums Dorfleben.